Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die weiteren jetzt mittlerweile bekannten Umlagen im Gasbereich. Wir hatten ja nun schon letztens ein Video gemacht zur Gasbeschaffungsumlage mit dem Hinweis, dass es nicht die einzige sein wird. Und mittlerweile, wie angekündigt, bis Ende der Woche musste ja auch veröffentlicht werden, wo die anderen Umlagen liegen werden. Weil der Wirkungsbeginn soll ja der 1. Oktober sein und die Veröffentlichung muss immer 6 Wochen vorher stattfinden. Das wäre der Samstag, der 20. August. Und jetzt hatten wir am 18. August die Pressemitteilung bei THE, Trading Hub Europe, in der nun darauf hingewiesen wurde, dass alles veröffentlicht worden ist. Wir haben, wie angedeutet, eine Speicherumlage, ne? Die Gasspeicherumlage, die ist bei 0,59 Euro die Megawattstunde, jetzt nicht zu verwechseln mit dem Centbetrag, da muss man da immer nochmal die Kommastellen verrutschen, pro Kilowattstunde. Wir haben außerdem ist aber auch die Veröffentlichungen der Bilanzierungsumlage für SLP und RLM in unterschiedlicher Höhe und auch die Konvertierungsumlage, die meines Wissens nach das erste Mal kommt. Das Konvertierungsentgelt gab es schon. Das ist, glaube ich, in der Höhe gleich geblieben. Und wir haben ein VHP-Entgelt für den virtuellen Handelspunkt. Diese jetzt werden allesamt zum 1. Oktober in Kraft treten. Einige davon erstmals, zumindest während des Bestehens unseres gemeinsamen Marktgebiets Trading Hub Europe in der Historie. Also wer sich damit beschäftigt hat, bei Gaspool und bei NetConnect, den beiden vorigen Marktgebietsverantwortlichen, als wir noch getrennte Preiszonen im Gasbereich hatten, da gab es diese Umlagen, Bilanzierungsumlage, VHP-Entgelt, Konvertierungsumlage, Konvertierungsentgelt schon seit einer ganzen Weile, teilweise seit 2011. Und die hatten auch immer mal eine gewisse Höhe, deswegen gab es auch Preisunterschiede in den unterschiedlichen Marktgebieten. Mit dem Start von Trading Hub Europe wurden die aber vereinheitlicht und zum größten Teil auf Null gesetzt. Ich glaube wirklich nur, das Konvertierungsentgelt war bei 0,45 Euro die Megawattstunde. Naja, jedenfalls ist hier in der Pressemitteilung nur grob beschrieben, was das jetzt, dass das jetzt so startet und dass es diese Höhe ist. Ja, genau, hier steht es vorher 0, 0, 0 und 0,001. Die haben jetzt entsprechend andere Höhen bekommen. Und die Gasspeicherumlage ist sowieso ganz neu. Außerdem der Hinweis, na, die Gasbeschaffungsumlage dürfen wir nicht vergessen. Aha, super toll. So, es gibt hier unten FAQs, die verlinkt sind. Wir haben hier die FAQ zur Gasbeschaffungs- und Gasspeicherumlage. Im Großen und Ganzen haben wir das schon mal erklärt im letzten Video. Viel Neues und auch viel Klares ist hier drin nicht formuliert. Man kann aber auf jeden Fall sich die Höhen nochmal anschauen und hier wird nochmal im Groben beschrieben, wie der Mechanismus funktioniert, diese Höhe zu bestimmen und auch in welchen regelmäßigen Abständen die sich jetzt ändern können. Das ist teilweise dreimonatlich und dann teilweise halbjährlich. Das Wichtige ist also die Beschaffungsumlage. Da geht es weiterhin darum, dass wir einen Import sichern wollen, der aber auch kurzfristig teurer wird, weil wir ihn aus anderen Quellen beziehen müssen. Und die Gasspeicherumlage, da geht es darum, dass wir unsere Gasspeicher in Deutschland mit gewissen Mindestfüllhöhen bestücken wollen. Und wenn wir das erreichen, also wenn diese Mindestfüllhöhen praktisch gegeben sind, dann brauchen wir die Umlage nicht, dann sinkt die Umlage auch beim nächsten Mal. Wenn wir nicht genügend eingespeichert haben, dann wird die Umlage auch im Zweifel wieder steigen können in der Zukunft. Das sind also die beiden, die wir im anderen Video schon mal beschrieben haben. Nicht zu vergessen sind nun aber auch hier die Bilanzierungsumlage, Konvertierungsentgelt, Konvertierungsumlage und VHP-Entgelt. So, was steckt ein bisschen dahinter? Wir haben ja nun das gemeinsame Marktgebiet, Trading Hub Europe. Und wir haben im Gasbereich natürlich genauso wie bei Strom sowas wie Regelenergieeinsatz. Das heißt, es sind Anlagen, die ganz kurzfristig, wenn der aufsichtshabende Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe sagt, huch, hier gibt es einen Engpass, hier muss mal ganz schnell eine Gasausspeisung geschehen oder hier muss mal ein Gasverbrauch ganz schnell runtergedreht werden mit Partnern, die das entsprechend vertraglich zusichern. Ja, das ist eine Regelenergie, die ist zur Regelung praktisch da, deswegen heißt das so. Diese Bilanzierungsumlage greift im Großen und Ganzen jetzt darauf ein, den Finanzierungs- und Organisationsbedarf in diesem Regelenergieeinsatz ein bisschen zu unterstützen. Daher ist hier ein gewisser Finanzierungsbedarf gekommen. Ganz deep rein, ja, dann lest euch in sowas an anderer Stelle rein. Da will ich gar nicht auf unserem ja, möglichst einfachen YouTube-Kanal drauf eingehen. Die Thematik ist ja ähnlich wie bei Strom. Das ist aufwendig, da muss sehr kurzfristig fast in Echtzeit reagiert werden mit Anlagen, die entsprechend steuerbar sind.
Und hier wird eine Umlage erhoben, um das Ganze ein bisschen marktgerechter vielleicht noch zu machen. Für SAP und RLM in unterschiedlicher Höhe, weil, sag ich mal, die Verursacherseite SAP, normale Verbraucher mit Lastprofil und RLM, industrielle Verbraucher, unterschiedliche Härtegrade mit sich bringen und Herausforderungen mit sich bringen. Im Strombereich ist es genauso, dass die kleinen Niederspannungskunden die meisten To-Dos mit sich bringen. Ne? Da ist die meiste, das ist am meisten zu machen, während ja sowieso anhand der Anzahl von Abnehmern im Mittelspannung und Hochspannung das deutlich übersichtlicher bleibt. Deswegen auch hier natürlich eine Trennung für SAP und RLM. Das macht alles durchaus Sinn, wenn man sich das weiter anschaut. Konvertierungsentgelt und Konvertierungsumlage, da geht es darum, dass wir immer noch verschiedene Gasqualitäten haben. Ne? L-Gas mit niedrigerem Brennwert und H-Gas mit höherem Brennwert. Wir befinden uns zwar in der Marktgebietszusammenlegung und Marktraumumstellung. Marktraumumstellung ist der richtige Begriff für das Thema, aber das dauert ja auch noch die nächsten Jahre an. Das heißt, wir haben immer noch L-Gas an vielen Stellen. Viele Infrastruktur, viele Verbrauchsanlagen sind immer noch auf L-Gas ausgerichtet. Und hier geht es um die Konvertierung von H auf L-Gas. Auch da ganz grob gesagt, ist das eine Querfinanzierung für Aufwände, die beim Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe liegen. Und dann, also und auch hier der klare Hinweis, ne? Handelt es sich um ein neues Entgelt, eine neue Umlage? Nein. Nein, natürlich nicht. Die waren nur zuletzt auf 0,0 zum größten Teil. Und was wir nicht noch unterschlagen wollen, ist das VHP-Entgelt. VHP ist der virtuelle Handelspunkt. Das ist im Großen und Ganzen, ja, das ist so die Stelle, an der du als Bilanzkreisverantwortlicher, also Gaslieferant zum Beispiel, aber auch als Anbieter, als Händler, sagst, folgende Energiemengen hätte ich gerne hier. Na, also du musst ja auch gewissermaßen in die Region, in der du liefern willst, die Gasmenge, das Gasvolumen so ein bisschen hinbestellen. Dafür gibt es bestimmte Fachbegriffe dann auch im Hintergrund, wie die Gasallokation, die Nominierung und so weiter, über die du praktisch diese Beschaffung organisierst. Und diese Beschaffung geschieht schlussendlich über diesen virtuellen Handelspunkt. Weil auch da am Ende die Energiewirtschaft ja immer virtuell diese Energiebilanzierungsthemen, diese buchhalterischen Tätigkeiten praktisch im Hintergrund bedeuten. Wir haben da jetzt keinen echten Markt, auf dem jemand steht und was handelt, sondern dieser virtuelle Handelspunkt ist im Großen und Ganzen die IT-Stelle, an der das Ganze organisiert wird. Da ist jetzt wohl auch ein Querfinanzierungsbedarf gegeben und es wird jetzt mit dieser Umlage aufgerufen. Das ist, wenn wir uns Strom anschauen, alles überhaupt nicht neu. Wir hatten im Strombereich jede Menge Umlagen in den vergangenen Jahren und Entgelte, die für die Gesamtorganisation des Marktes notwendig waren. Daher haben wir es einfach nur erstmals aufgrund der marktlichen Lage in der Gaswirtschaft hier eine größere Menge an Umlagen und Entgelten, die aufgerufen werden. Die sind dann ab Oktober auf jeder Rechnung, auf jeder Gasverbrauchsrechnung. Das ist natürlich eine Herausforderung. Jetzt gibt es gleichzeitig die Meldung, das haben wir bestimmt alle mitbekommen, dass die Mehrwertsteuer für Gas temporär runtergesetzt wird von 19 auf 7%. Das ist jetzt auch grundsätzlich kein so schlechter Plan. Allerdings ist das auch nicht ganz bis am Ende gedacht. Also wir hatten das auch im anderen Video mal angedeutet, dass es durchaus ein sinnvoller Schritt ist, aber es reicht nicht. Wir müssen ganz klar gesagt dabei schon mal bedenken, dass eine Mehrwertsteuersenkung sowieso nur den Verbraucher, den Haushaltskunden und Haushaltsverbraucher betrifft, weil wir ne, von Mehrwertsteuersenkungen unmittelbar natürlich betroffen sind. Ein Geschäftskunde, egal welcher Art, auch ein Dönerladen, der Gas bezieht, der hat die Mehrwertsteuer als Durchreichposten, sodass das zwar vielleicht eine Liquiditätsauswirkung hat, die zu senken, aber keine ernsthafte Verbrauchskostenänderung mit sich bringt. Das heißt, da wäre noch ein bisschen mehr möglich. Wir erkennen auch aus dem Strombereich historisch, dass wir eine klare Wirtschaftsförderung gemacht haben mit EEG-Umlagen, Absenkung für Großverbraucher, mit Stromsteuersenkung für Großverbraucher, mit Netzentgeltsenkung für Großverbraucher, wenn die das entsprechend nachweisen konnten und beantragt haben. Das ist hier gerade nicht so vorgesehen. Deswegen ist das alles vielleicht nicht weit genug gedacht und gerade industrielle Gasverbraucher haben im Moment nichts davon. Die haben ab Oktober auf jeden Fall eine riesige Mehrbelastung. An sich bedeutet diese Mehrbelastung über die Umlagen, über alle Umlagen zusammen, mehrere hundert Euro im Jahr für jeden Haushaltsverbraucher, ne, für jedes normale Einfamilienhaus bestimmt 1000 Euro im Jahr Mehrbelastung. Die Mehrwertsteuerabsenkung kann das mehr oder weniger sogar komplett auffangen. Also fast komplett auffangen. So, ich sage mal, mindestens zwei Drittel wird so gerechnet, werden damit aufgefangen. Das ist für uns Haushaltskunden natürlich super, ist für
Wie gesagt, die industriellen Verbraucher, ja nichts. Die haben bisher noch nichts davon. Also ich weiß noch nicht so ganz, ob das bis zum Ende gedacht ist, was hier gerade gemacht wird. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind Anreize geschaffen, jetzt schnellstmöglich von Gas wegzukommen. Aber gerade im industriellen Sektor ist das ja nicht von heute auf morgen umzusetzen. Selbst als Haushalt kommt man nicht allzu schnell zu einer Wärmepumpe. Da gibt es viele Hürden allein, gerade schon Lieferketten. Ne? Also alles nicht so easy. Gut. Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder ähnliches zu den gesamten Umlagen und Entgelten und zu der Situation im Gasbereich, gerne unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.